ernannt. Wie bin ich hier gekommen im Auto? Ich habe Urlaub, ich muss auch mal aus Rad raus. Ja, bevor ich mich gleich in Nesseln setze, muss ich mal kurz nachfragen. Sind hier Leute aus Sachsen, Osten da? Gut, können wir überlegen. Als kleine Info noch zum Text. Radeberger ist ein Bier aus dem Osten. Genauer gesagt aus Sachsen eben. Das soll es schon gewesen sein. Ich lasse den Text, glaube ich, für sich sprechen. Wenn Alkohol von außen kommt. Wir befinden uns an einem sonnigen Montagmorgen in der Wirtschaft Susis Schießstübchen in Castrop-Rauxel-Bovinghausen, wo am Wochenende die alljährliche Jahreshauptversammlung des örtlichen Schützenvereins Freunde treffen sich e.V. unter dem Motto Komm, wir schießen uns einen stattfand und gerade die Wirtin die letzten Einkäufe vom Großmarkt in der Gastronomie deponiert und das Lokal wieder verlässt. Stratzwui, Genossen, ist jemand hier? Ja, hier oben, meine Freunde, erhebt sich eine Stimme oberhalb des Tresens in einem Regal. Ihr müsst die Neuen sein. Das ist nach dem Gelager am Samstag hier auch bitter notwendig. Mein Name ist Rum, aber Freunde nennen mich Stroh. Herzlich willkommen in Susis Skistübchen. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Mein Name ist Kaliskaya und das ist mein mexikanischer Freund. Hola, ich bin Silver. Silver Tequila. Sogleich klettert Rum von seinem hohen Stellplatz mit dem besten Überblick im gesamten Lokal und empfängt die beiden mit offenen Korken. Ah, Kaliskaya und Silver, fühlt euch wie zu Hause. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Hier kann es am Wochenende ganz schön zur Sache gehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Jo, wer ist denn das? Die Stimme kommt von unterhalb der Zapfanlage, wo sich bereits eine Flasche Radeberg aus ihrem Kasten erhoben hat und wild mit dem Flaschenhals anfängt in Richtung der beiden Neuen. Dann können wir nicht gestikulieren. Weißt du, wenn der mexikanische Bimbi und der russische Kartoffelfützi hier, brüllt er durch die gesamte Stube mit aggressiver Stimme, sodass Jägermeister und die anderen Schleppse unsanft aus ihrem Schlaf gerissen werden, um prompt wieder wegzudämmern, dass sie dieses Schauspiel scheinbar schon kennen. Die wohnen ab jetzt hier findlich damit ab. Vergesst die ganzen Radeberger da unten. Von wegen vergessen. Wir haben immer noch Mitspracherecht, wer hier reinkommt und wer nicht. Habt ihr mit Sicherheit nicht. Natürlich haben wir das, wenn irgendwelche ausländischen Billigspirituosen mit ihnen Ethanol erschen hereinfallen, dann geht uns das sehr wohl was an. Jetzt beruhigt euch mal wieder. Eine Flasche Hugo bewegt sich mit ihrer bauchigen Form gehalten im blassen Rot aus der Halterung auf den Kasten Radeberger zu und baut sich vor diesem auf. Ihr habt hierbei gar nichts zu melden. Haben wir es erfüllt, du Prickelpansen, Höpfenheini, Blubberbitch, Isotonic Idiot, oh, Sektschlampe. Oh, was ist denn das für ein Lärm hier? Meldet sich das Weißbier aus dem Zapfhahn. Kann man nicht mal in Ruhe seinen Kater ausschlafen, ohne dass er gleich so getöst ist am frühen Montagmorgen. Hier sind irgendwelche Kneipenflüchtlinge von draußen, die nur weil sie bei sich keiner trinkt, hier hinwollen. Und das interessiert mich herzlich wenig. Ich richte mich sowieso nach der Mehrheit. Und jetzt ist hier Gott verdeckens nochmal leiser. Ich möchte in Ruhe meinen Rausch beseitigen, bevor das heute Abend weitergeht. Aber uns interessiert das, wenn uns die ganzen Immigranten die Trinkplätze wegnehmen. Wenn euch fremde Alkoholiker ohne Bekanntheit oder guten Ruf eure Trinkplätze wegliegen, dann liegt das nicht an denen, dann schmeckt die einfach scheiße. Wir wollen eben keine anderen Schnäpse aus fremden Alkoholkreisen. Eure Wurzeln liegen doch selber in Ägypten. Schon vor 3000 Jahren haben die Bier gebraut. Und genau so lange die Sumerer. Was haben denn jetzt die dicken japanischen Ringer damit zu tun? Oh, Himmel, der Gott, die Sumerer, ein altägyptisches Volk. Wir sind nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Spricht die erhobene Flasche nur mit sichtlich stolzem Ton. Wir wollen eben keine Verfremdung unserer Kneipenkultur. Das sieht die Chefin aber scheinbar ganz anders. Wenn sie schon die neuen Ei kauft, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ach, die hat doch keine Ahnung. Wenn man uns nicht zuhört, dann müssen wir eben dagegen demonstrieren. Hiermit gründe ich die nationale Stärkung durch alkoholische Patrioten. Das heißt abgekürzt NSDAP. Wollt ihr euch wirklich so nennen? Auf Scheiße, verdammt, okay, dann eben patriotische Ethanöle gegen die Informisierung der deutschen Alkoholkultur. Kürz, Pegida! Sofort fangen die Kästen von Radeberger und den anderen Hefekalschalen aus den neuen Bundesländern an, aus ihren quaderförmigen Halterungen zu springen und spontan Schilder zur Demonstration zu basteln. Wir gehen jetzt erstmal spazieren. Kündigt die führende Flasche Radeberger an, worauf sich neben den Ostbieren auch einige wenige Flaschen Kölsch und Weizenbier anschließen, um mit dem Lärm im Mob aufzumarschieren. Den Rest der Spirituosen lässt die ganze Szenerie ziemlich kalt und Rum zeigt Silver und Kaliskaya die Räumlichkeiten der gastronomischen Einrichtung, während unten noch mit Sprechchören für die deutsche Bierkultur ohne Schnaps aus der Fremde geworben wird. So geht es seither jeden Montag in Susis Skistübchen. Und wenn Sie nicht getrunken wurden, spazieren Sie noch heute. Danke.